Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wie immer dienstags eine freie Themennacht und wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, dann wählt 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Wer ist die Erste? Die Erste heißt Nadja. Und Nadja ist wie alt? 24 Jahre. Hallo. Hallo. Nadja, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um Folgendes. Und zwar habe ich mit 19 das erste Mal Sex gehabt in meinem Leben. Ja. Aber bis jetzt hat es noch kein Mann geschafft, dass ich einen Orgasmus hatte. Hast du denn einen festen Freund? Ich habe im Moment einen festen Freund wieder, ja. Ja. Seit fast fünf Monaten. Ja. Hast du denn mit dir alleine einen Orgasmus? Ja, das habe ich mittlerweile rausgekriegt, ja. Immerhin, das ist ja schon ein Fortschritt. Ja, aber mein Problem ist, ich habe den Orgasmus bis jetzt jedes Mal vorgetäuscht. Vorgetäuscht? Ja. Mhm. 5 Monate mit deinem Freund zusammen. Verliebt? Ja. Sehr verliebt? Sehr verliebt, ja. Gute also Beziehung? Mich hat so heftig erwischt wie schon lange nicht mehr. Ja, und trotz Verliebtheit und trotz toller Gefühle klappt es nicht. Und trotz Verliebtheit spielst du es ihm vor. Ja, um ihn nicht zu verletzen. Ja, du verletzt ihn doch nicht, wenn du die Wahrheit sagst. Ja, aber ich habe da so eine Angst zu sagen. Das heißt, wenn du mit ihm schläfst, beschreib mir mal so deinen, wie viel es dir bringt, wenn du mit ihm schläfst. Also ich habe schon Spaß dabei und ich merke auch was. Also ich habe auch Gefühle dabei. Ja. Nur es reicht halt nicht zum Orgasmus. Ja, aber wenn du es dir selbst machst, weißt du, wie du es tun sollst und dann funktioniert es. Ja, ich habe ihm ja auch schon so zwischendurch mal so Tipps gegeben und... ihm selber. Und er hat es einmal geschafft gehabt beim Streicheln, dass ich einen Orgasmus hatte. Aha, ja, ist doch immerhin alles, ist doch schon gut. Es geht doch alles voran. Nadja, aber ich meine, das ist natürlich frustrierend, wenn man absolut. 5 Jahre lang jetzt Sex hatte und... Na, 5 Jahre nicht, ne? Dabei. Ach, 24 bist du, ne? Ich hatte jetzt 21 im Kopf. Ja, ich verstehe. Ja, ja. Mit 19 das erste Mal. Nein, ich finde, Nadja, das allererste, was du machen musst, ist, dass du deinem Freund davon erzählen solltest. Ich finde, dass du den Freund mehr verletzt, wenn du es ihm nicht sagst und es kommt irgendwann raus, als wenn du es ihm sagst. Ich wäre als Mann, als dein Freund sauer, wenn du es mir nicht sagen würdest. Das gehört zu dem Vertrauen dazu. So, weil dadurch bist du ja noch mehr verspannt, als du ohnehin schon verspannt bist. Nämlich, dass du es ihm vorspielen musst. Also ich kann mich in seinen Armen schon fallen lassen. Aber eben nicht gänzlich. Aber nicht gänzlich. So, und wenn die Barriere erstmal weg ist und du mit ihm auch ganz offen darüber sprechen kannst, ihm sogar vielleicht so die ein oder andere, den einen oder anderen Trick, wie du es ja auch schon gemacht hast, zeigen kannst, bist du ganz viele Schritte weiter. Das sieht gar nicht so schlecht aus bei dir. Du befriedigst dich selbst und es funktioniert bei dir. Es gibt Frauen, wo das auch nicht funktioniert, wo es sehr schwierig ist. Du hast es schon mal geschafft, dass er durch geschicktes Handling es auch geschafft hat bei dir. Ja. Ist auch ein Fortschritt. Jetzt finde ich, dass du es ihm sagen solltest und dann geht ihr das gemeinsam an. Und ich schwöre, ich bin ganz sicher, dass in ein paar Monaten geht die Post aber ab wie über Luzi. Das glaube ich. Ich habe nur Angst davor, wie er reagiert. Also ich kann das sehr schlecht abschätzen, wie er reagiert. Ich bin sicher, Nadja, wenn der in dich so verliebt ist, wie du in ihn verliebt zu sein scheinst, wird das überhaupt gar kein Problem sein. Warum solltest du ihn denn damit verletzen? Warum? Ja, das ist ja noch ein anderes Problem. Er hat zu mir noch nie gesagt, ich liebe dich. Aha. Das ist ja noch ein anderes Problem. Also ich habe von ihm zwar wohl schon mal gehört, ich habe dich lieb, aber... Verhält er sich denn so, als wäre er schon sehr verliebt? Das lässt sich bei ihm sehr... Also er ist ein Mensch, der sich sehr schlecht einschätzen lässt. Mhm. Also der sich auch ziemlich bedeckt hält. Ja, nur sind die Jungs... sehr schlecht in die Karten. Ja, nur sind die Jungs und Männer sind ja eher ein bisschen zurückhaltend, auch mit dem ich liebe dich und so. Der Mann an sich redet ja nicht so viel. Und spricht das auch nicht so oft aus. Das heißt, es kann durchaus sein, dass er genauso empfindet wie du, aber es noch nicht zum Ausdruck gebracht hat. Aber ganz egal, wie die Gefühlsgrundlage bei ihm ist, finde ich, dass du es ihm sagen musst. Wenn er deshalb auf Distanz zu dir geht, dann kannst du den eh vergessen. Wenn er dann aber sagt, okay, komm, das schaffen wir gemeinsam, ist das ein weiterer Beweis für dich auch, dass er wirklich zu dir steht. Und dass er dich lieb hat.
Also ich rate dir ganz dringend den Mund aufzumachen und es ihm zu sagen. Ganz dringend. Ja, aber das ist einfacher gesagt als getan. Und ich weiß, meine, ich weiß. Ich habe es ja schon mal überlegt gehabt und habe schon mal einen Versuch fast gestartet gehabt. Aber mir fehlen die Worte. Wie soll ich ihm das sagen? So wie du es mir auch gerade gesagt hast. Aber eben in einem Ton, so wie du es mir auch gesagt hast, ohne Vorwurf. Du machst es ihm ja nicht zum Vorwurf. Nein. Also ich weiß, dass es an mir liegt. Genau, es ist ein Problem deiner Sexualität. So, und wenn das so klar rüberkommt und dass du ihm keinen Vorwurf machst, hier, du machst was falsch oder du übergehst meine Gefühle, du bist nicht sensibel genug und so, dann kann da gar nichts passieren, finde ich. Mhm. Also wirklich, dieses Vorspielen von Frauen, die einen Orgasmus haben, finde ich ätzend. Das ist wirklich fürchterlich. Ja, wirklich. Ja, ich mache es ja auch nicht gerne, aber ich habe mir gedacht gehabt, weiß ich nicht so. Ja, ja. Ich meine, für Mann ist es ja auch nicht gerade berauschend, wenn man dann merkt, ja, irgendwie passt es nicht oder so. Nee, okay, aber es ist auch nicht berauschend, wenn er erfährt, dass das vorgespielt worden ist. Das ist noch viel schlimmer. Und wenn ihr offen miteinander umgeht, besteht einfach die Chance, dass ihr euch da gemeinsam ranarbeitet. Und es gibt da schon so viele Fortschritte, wie wir gerade festgestellt haben. So, ich bin froh, dass du angerufen hast. Und du meinst, wenn er sich zurückzieht, dann soll ich ihn ganz vergessen? Na hör mal, wenn er sich deshalb zurückzieht, dann ist das wirklich nicht wert, mit dir zusammen zu sein. Was ist denn das für ein Typ dann? Gerade jetzt müsste er dann auf dich eingehen und sagen, pass mal auf, komm, das schaffen wir. Also, ja, das Problem ist ja gar nicht, dass ich Angst davor habe, dass er sich von mir trennt. Das Problem ist dann nur, wie erkläre ich das meiner Tochter dann auf einmal, dass er nicht mehr da ist, weil die hängt mit der abgöttischen kindlichen Liebe an ihm. Das ist, ja. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Und lass uns jetzt mal nicht schon den dritten Schritt vor dem ersten denken. Ja. Ja, das ist so viel, was mir im Kopf umgeht. Ich versuche immer schon weiter zu denken, was wäre, wenn. Ja, und das ist aber manchmal falsch. Ich finde, dass man nicht zu sehr strategisch denken sollte. Gerade in Liebesdingen nicht und in Sexualität. Ich finde, dass hier erstmal die Ehrlichkeit und die Offenheit angesagt ist. Und in der Regel zahlt sich das wirklich aus für die Beteiligten. Und es ist gut. Und hinterher sagt man sich, Mensch, hätte ich es doch schon vorher getan. Hm. Es geht ja bei dir alles noch. Es sind ja erst ein paar Monate. Nicht, dass wir in 5 Jahren wieder telefonieren und du sagst mir damit, ich spiele es ihm immer noch vor. Dann ist aber was los, sage ich dir. Ja, ich. Nadja, jetzt überlegst du mal ein bisschen über das, was wir gesprochen haben. Ja. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du es machen würdest. Wenn du es ihm offen sagen würdest. Ja, gut, also ja? Dann fasse ich mir ein Herz und genau. Werde ihn drauf ansprechen. Genau so. Alles Liebe und toi, toi, toi. Ja, ich wollte noch sagen, deine Sendung, die ist super klasse. Dankeschön. Du hast fast gar keine Sendung davon. Wow. Und es ist einfach super spitze. Ich danke dir sehr herzlich. So. Das freut mich, dass du sagst. Nadja. Noch eine kleine Frage noch. Könnte ich von dir noch eine Autogrammkarte? Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay, tschüss. Dankeschön. Tschüss, schöne Nacht noch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer und die Faxnummer, nicht die Faxnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Faxen tut ja heute kaum jemand mehr, aber dafür mailen, nämlich domian@wdr.de. Hier ist Inge. Inge ist 73. Hallo Inge. 73, hallo Domian. 73, ja. 73 bin ich. Wie viel? 73. Ja, habe ich gesagt, hoffe ich zumindest. Ja, also. Also, dein Thema, Inge. Ja. Der Udo Jürgens, er hat doch von sich gegeben, Frauen über 40 hätten keine Lust mehr auf Sex. So. Das kann ich aber, da muss ich revidieren. Ja, es gab so eine riesen Schlagzeile in der Bildzeitung, ne? Genau. Dass genau. Udo Jürgens sagt, dass er nicht gerne mit einer Gleichaltrigen zusammen ist und er angeblich gesagt haben soll, dass Frauen über 40 keine Lust mehr auf Sex haben oder irgendwas. Ne? Sieht das als Mutter- und Sohn-Verhältnis, ja. 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 Also du protestierst da. Ja, genau. Du da sagst, haben wir immer Lust noch. Mit 73 noch kriegen wir noch Orgasmus. Also Sex ist nach wie vor angesagt bei dir? Ja, klar. Trotz 73? Ja, sicher. Warum sagt er denn eigentlich sowas? Eben, frage ich mich auch. Vielleicht hat er es gar nicht so gesagt. Und man. Also empört darüber, ja. Ja, vielleicht ist es irgendwie auch falsch zitiert worden. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich meine, wenn er sagt, er mag nicht mit einer Gleichaltrigen zusammen sein. Okay, das ist Geschmackssache, ne? Ja, wer weiß, er ist jetzt 70 geworden. Ja. Vielleicht klappt es bei ihm nicht mehr. Die Frauen können da immer. Die Frauen können immer. Ja. Wie ist denn das bei dir? Hast du einen festen Partner oder hast du... Nein. Ich bin schon mal selbsthand an. Ach so. Ich bin Witwe schon länger. Ach so. Und schon nochmal Lust auf einen Typ irgendwie? Doch, ehrlich, ja, doch.
Aber hast du vielleicht den richtigen gefunden? Ich glaube, dass das im Alter auch schwer ist. Ne? Schwer, ja. Ja. Mhm. Wärst du denn interessiert auch durchaus an einem Gleichaltrigen oder müsste es ein jüngerer Mann sein? Ich könnte jünger sein. Ich fühle mich da ja nicht so. Siehst du? Steht's auf, jüngere Männer. Bei mir ist doch mal alles knackig. Ich manche junge Frauen sehe der Bauch. Bei mir ist da alles straff und ja. Also wenn jetzt, du bist 73, wenn jetzt so ein kerniger, sagen wir mal, 80-Jähriger zu dir käme. Nee, 80, Gottes Willen. 80 nicht, das wäre nichts. Nein. Also. Nee, du musst kein Ruhschinger sein. Siehst du, dann tickst der genau wie der Udo Jürgens. Der will ja auch jüngere Frauen haben. Du wirst jüngere Männer haben. Ja, so ungefähr. Ich habe mit so einem alten Knacker kann ich nichts mit anfangen. Nein, also wenn der Udo Jürgens das so gesagt haben sollte, dass die Frauen ab 40 keine Lust mehr auf Sex haben, was ich eigentlich nicht glaube. Ich glaube, dass der falsch zitiert worden ist. Das mag sein. Das ist natürlich Blödsinn. Das kann ich ja nun auch wirklich bestätigen, ja. aus 100. Das nimmt doch keiner ab. Bitte? Das nimmt ihm doch keiner ab. Nein, ja, ich kann es bestätigen durch hunderte von Gesprächen mit auch älteren Frauen, die sagen, ich habe Spaß am Sex und egal wie alt ich bin. Und das lässt vielleicht ein bisschen nach gegenüber, wenn man 20 ist. Ist ja auch normal. Ah, ja. Aber nicht dramatisch. Aber man ist doch auch viel befreiter. Ich weiß, damals immer, zu meiner Zeit, da gab es die Pille noch nicht. Ja. Und ja, man ja. war verkrampft. Ja. Darf ich dich mal fragen, du bist ja eine ganz andere Generation. Ich habe gerade mit der Nadja über ihren Orgasmus gesprochen. Da, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es in deiner Generation noch viel schwieriger für die Frauen war, ja. das zu erleben. Wie alt warst du, als du deinen ersten Orgasmus erlebt hast? Ja, mein Mann, der kam immer zu schnell. Aha. Mhm. Also für dich ein Problem, großes Problem. Ja, war ein Problem, wirklich. Mhm. Und wie alt warst du, als du es dann richtig mal gut erlebt hast? Auch von jungen Jahren schon. Das schon, das doch. Ja, doch. Mhm. Bist du denn sehr liberal erzogen worden in Sachen Sexualität? Nein, verklemmt. Verklemmt. Ja. Wie fast alle, ne? So in den Zeiten. Ja, und da war ein Tabuthema, da wurde nicht drüber gesprochen. Aber wie erklärst du dir dann, dass du jetzt im Alter von eben 73 so eine freie Frau bist und so offen man auch... Man wird freier irgendwie, durch, weiß auch nicht, durch Fernsehen und so. Ja. Man wird... Also ich bin... Auch ganz anders draufgehen früher. Ja. Früher immer schüchtern und so. Ja. Eigentlich müsstest du ja mal zu so Tanztee-Veranstaltungen gehen oder so. Oder irgendwie. Ah, ich bin gehbehindert, ne? Ach, das ist natürlich schwierig dann. Ich habe eine Gehhilfe, ne? Ja. Ich bin auf meine Töchter immer angewiesen, dass die mich fahren, ja. Ja. Aber sonst bin ich doch fit. Weißt du, ich finde das ganz toll. Beine, ja. Ich finde das ganz toll, dass du da so offen drüber sprichst. Und vor allen Dingen finde ich noch toller, dass du in deinem Alter so offen darüber sprichst, dass du dich selbst befriedigst. Das ist ja nun wirklich immer noch, auch gerade bei älteren Leuten, ein Tabuthema. Warum? Finde ich super, finde ich grandios. Mhm. Da darf ich dich noch was ganz Intimes fragen. Ja? Wenn du dich selbst befriedigst, hast du da besondere Bilder vor Augen? Denkst du dann nein, so an... Nein, überhaupt nicht. Nicht? Nein. Da bist du ganz in dich versunken und... Also guckst dir nicht die Fußballmannschaft im Fernsehen an oder so. Gottes Willen. Ja, hätte ja sein können. Ich glaube, ich hatte mal eine ältere Dame, die hat mir das erzählt, dass sie gerne DSF heißt das, glaube ich, ne? Deutscher Fernsehkanal, Sportfernsehen guckt und sich da erfreut dann an den Beinen der knackigen Tennisspieler und so. Nein. Das muss nicht sein. Brauch ich nicht, nein. Also du protestierst in aller Öffentlichkeit gegen die Meinung von Udo Jürgens, so wow. er sie denn geäußert haben sollte. Ich sage überhaupt manchmal, was die Menschen von sich schieben, auch die Politiker da, der ja. eine da von der FDP, die Alten sollen den Löffel aus der Hand geben. Ja, da war ich aber auch nur mehr als empört. Ja, also, ja das ist wirklich, wo man schon nicht mehr empört ist, sondern wo es einem schon Angst und Bange wird. Ne? Ja, genau. Wenn junge Leute so über alte Menschen reden, gerade über euch, die ihr so viel geleistet habt. Eben. Ihr habt so viel mitgemacht nach dem Krieg. Und er hat noch nie was eingezahlt. So, er studiert noch. So, genau so einer ist das. Ja. Und der wirklich im Wohlstand aufgewachsen ist. Und man hat es ihm hinten und vorne reingesteckt. Oh. Und die alten Leute, ihr, eure Generation, hat nur wirklich erlebt, was es bedeutet, Mangel zu haben. Und habt das Land aufgebaut. So ist das darf man ja niemals vergessen. Ja. So, liebe Inge. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Hast du weiter so? Ich höre jeden Abend deine Sendung. Ich schlich immer im Bett und höre Das ist ja schön. Und ich wünsche dir einfach viel Spaß bei deiner Form der Sexualität, wie du sie lebst. Danke. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen, diese Woche Samstag ist mein prominenter Gast Thomas Anders. Thomas Anders von Modern, Ex-Modern Talking-Sänger. Diese Woche Samstag um 11:30 im WDR Fernsehen und wie jede Woche könnt ihr euch jetzt schon ab heute per Mail anmelden zum Telefonieren mit Thomas Anders unter domian@wdr.de. Also wenn ihr gerne mit
Thomas ansprechen wollt, dann meldet euch heute schon. Wir notieren das und rufen dann gegebenenfalls zurück. Diese Woche Samstag im WDR-Fernsehen mein Promi-Gast Thomas Anders. Hier ist Clarissa und Clarissa ist 23. Ja, hallo Domian. Clarissa, grüß dich. Um was geht's bei dir? Ich bin verheiratet. Ja? Und mein Mann hat an meinem Geburtstag, das war letzten Mittwoch, mich knallauffall verlassen. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit jetzt bald 2 Jahre. Seit 2 Jahren? Also noch nicht ganz. Und hat dich aus heiterem Himmel verlassen? Ja, also so ziemlich. Also er weiß halt, hat Probleme im Job. Ja. Und hat halt gemeint, weil er da nicht mehr weiter weiß, weiß er jetzt auch in unserer Beziehung nicht weiter. Ja. Ja, und ich sitze jetzt mit, also wir haben 2 Kinder und jetzt sitze ich alleine da. Ach, 2 Kinder habt ihr schon. Wie alt sind die? Mein Sohn ist jetzt bald 4. Ja. Und die Tochter ist 2,5. Sind das eure gemeinsamen Kinder? Nein, nur die Tochter. Nur die Tochter. Der Sohn ist, also sollte adoptiert werden, das fällt jetzt so auch ins Wasser. Wie sollte adoptiert? Achso, ich verstehe. Ja. Das aus einer früheren Beziehung und das sollte jetzt in eure Familie hineingenommen werden. Genau. Mhm. Den Nachnamen hat er übernommen und alles und. Ja. Ja. Und er hat sich dann auch das schöne Datum deines Geburtstages ausgesucht und hat dich verlassen. Was hat er gesagt? Was waren seine Worte? Genau. Ja, also dass er halt Probleme hat im Job, dass er einfach nicht mehr weiß, was er machen soll. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er mich überhaupt noch liebt. Ja. Weil das ist für mich halt wichtig, ob er das wenigstens noch weiß. Ja. Und da hat er dann nur gemeint, das weiß er einfach nicht mehr. Ich gehe jetzt. Hat er gesagt. Ja, also er muss sich jetzt Gedanken drüber machen, wie es weitergehen soll und wo, geht besser. Wohin ist er gegangen? Ins Büro. Ja, und wo wohnt er jetzt? Ja, in seinem Büro. In seinem Büro? Ja. Kann man da wohnen? Ja, das ist eine Eigentumswohnung von seinem Vater. Ach so. Und die wurde umgestaltet zum Büro. Ach so. Mit seinem besten Freund zusammen und da wohnt er jetzt erstmal. Das Ganze war letzte Woche Mittwoch. Genau. Habt ihr seitdem Kontakt gehabt? Ja, er kommt halt noch vorbei und kümmert sich auch mitunter um die Kinder, aber richtig reden kann er auch nicht, weil er weiß halt einfach nicht, was los ist. Ich habe ihm halt versucht, ein bisschen umzustimmen, aber das geht halt immer schlecht in Sachen Gefühlen. Ja, ja, sicher. Hast du denn die Tage oder Wochen vorher, hast du es kriseln gespürt oder kam das wirklich für dich, so wie du es gerade sagst, von Knallerfall? Ja, also gekriselt hat es immer wieder mal. Das ist, denke ich mal, in jeder Ehe irgendwie so ein bisschen da. Ja. Dass wenn man dann irgendwie einen Streit hat, dann geht man sich halt kurz aus dem Weg, aber danach geht's dann wieder. Also es war nichts Dramatisches, wo du schon jetzt heute sagst, das waren schon die ersten Anzeichen. Das kannst du nicht so sagen. Ja, höchstens, dass er halt, dass wir wenig Sex hatten in letzter Zeit. Ach so. Was heißt wenig? Ja, einmal im Monat. Mhm. Aber er war sowieso immer so ein Muffel. Ja. Ein bisschen anders als ich. Und dieses einmal im Monat, war das so eine Routine-Geschichte? Auch nicht. Auch nicht, das war dann gut. Dann halt, wenn er ein bisschen mehr getrunken hat, dann... Ach, dann war er schon offen und war okay. Ja, genau. Ja. Wie empfindest du das alles und wie fühlst du dich im Moment? Ich fühle mich total verarscht. So würde ich mich auch fühlen. Wie der letzte Dreck. Ja. Weil ich kann mir einfach keine Schuld zusprechen. Nee, und du weißt auch gar nicht, warum, ne? Eben, du hängst also, ja völlig in der Luft. Und ich habe alles für diesen Mann gemacht. Mhm. Ich habe Essen, ich kümmere mich um die Kinder, ich mache die Wohnung sauber, ich mache alles. Du würdest auch sagen, dass du den noch liebst? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und er sagt, er weiß es nicht? Er weiß es einfach nicht. Seit wann weiß er? Hast du ihn gefragt, seit wann er das nicht mehr weiß? Ja, es ist, fing wohl langsam an, schon im Januar, aber er hat es dann halt immer beiseite geschoben. Hat einfach nicht mit mir geredet. Hast du ihn gefragt, ich meine, Januar ist ja noch keine lange Zeit, hast du ihn auch gefragt, warum das so ist? Er weiß es seit Januar, aber warum das in ihm, abgesehen von, das ist ja Quatsch, wenn er im Job Probleme hat, dann hört man ja nicht auf, seine Frau zu lieben. Da muss das muss ja noch andere Ursachen haben. Weißt du das, warum? Hat er das gehört? Nee. Kann es sein, dass eine andere Frau im Spiel ist? Nein, also ich hatte erst den Verdacht, weil da gab es ein anderes Mädel. Und die hat sich irgendwie in ihn verliebt und ihm immer SMS geschrieben, aber er speichert seine SMS im Handy. Und ich war natürlich neugierig und hat geguckt, was kam da an. Ja. Und auch die Abgehenden hat er halt auch gespeichert. Ja. Und das war eindeutig, da war nichts. Da hat die abgewimmelt wie verrückt. Mhm. Die hat abgewimmelt? Nee, er hat sie abgewimmelt. Ach, er hat sie abgewimmelt, ach so. Er hat immer gesagt, ich liebe meine Frau, lass mich endlich in Ruhe. Ach, das hat er geschrieben. Das hat er geschrieben. Wann war das? Das war auch so Januar, Februar und
Also scheint der junge Mann, doch, wie alt ist er? 25 in einer großen Krise zu stecken im Moment. Ja, und also ich denke, dass er mit sich selbst einfach in einer großen Krise steckt. Genau, und du musst es ausbaden, beziehungsweise ihr müsst es ausbaden. Richtig. Du hängst mit den Kindern da alleine und weißt gar nicht, woran du bist. Genau. Hast du den Vorschlag gemacht, dass ihr zu einer Eheberatung geht? Ja. Was hat er darauf gesagt? Das kostet bestimmt zu viel Geld. Das ist ja nur absoluter Quatsch. Ja. Das ist nur absoluter Quatsch. Er muss ja jetzt, wenn ihm was dran gelegen ist, muss er doch alleine für sich selbst schon und natürlich auch für euch, er trägt ja auch eine Verantwortung, muss ja doch irgendwie eine Klärung haben wollen, was mit ihm los ist. Ja, eigentlich ja, aber ich weiß es halt auch alles nicht. Also ich habe immer wieder versucht und ich habe es auch früher schon versucht, dass wir sowas machen. Also so ein bisschen bekommt man es halt mit, aber... Also wir werden dich gleich noch beraten in Sachen Eheberatung, wo und wie man das kostenlos bekommt. Ja. Meinst du könntest ihn dann locken, wenn du sagst, nee, das kriegen wir umsonst oder das kriegen wir schon irgendwie so hin? Ich hoffe es. Also ich versuche es halt. Ich habe auch schon mit seinen Eltern gesprochen und die versuchen auch alles Mögliche, weil die auch ganz schön fertig dagegen sind. Gibt es einen sehr guten Freund, mit dem du vielleicht mal reden könntest, der irgendwas weiß? Eigentlich nicht. Also der sehr gute Freund, der hat sich selbst gerade getrennt von seiner Freundin. Und vielleicht reden die gar nicht untereinander, was los über ist. Über sowas nicht, nein. Ja, natürlich, da haben wir es wieder, ne? Die Jungs, die sprechen nicht. Nee, eben. Das ist ja das Problem. Ich bin erstaunt über deine Gelassenheit. Eigentlich würde ich denken, dass du noch viel wütender bist. Und aggressiver, weil das, ja, also das Recht hättest du fast schon dafür. Ja, eigentlich ja, aber irgendwie, es ist halt so, ich liebe ihn und ich bin einfach bloß verzweifelt irgendwie. Ja, verstehe. Und das stumpft irgendwie auch wieder ab. Ja, und dir ist natürlich daran gelegen, das vielleicht dann doch, nicht vielleicht, sondern das wieder hinzubiegen, ne, oder einzurenken. Ja, natürlich. Was ist denn das mit dem Job? Ist er jetzt arbeitslos oder hat er Schulden oder was ist da los? Er ist auch schwer zu erklären. Er hat versucht, sich selbstständig zu machen. In dieser besagten Eigentumswohnung? Nee, das war, also, ja, in der Eigentumswohnung ist das Büro, ist das Büro und er wollte genau. Halt Internetgeschichten so. Machen, also Homepage-Design und so weiter. Und irgendwie hat es nicht ganz geklappt mit den Kunden, dann waren halt noch Altschulden da, die ich für ihn abzahle zurzeit. Wie viel? Das sind jetzt nur noch 500, also ich habe ihm insgesamt ungefähr 2000 Euro erarbeitet quasi, also ich gehe abends nicht, sondern samstags gehe ich arbeiten im Supermarkt, um irgendwie seine Schulden abzustottern. Ah, das machst du auch noch? Ja, natürlich. Das machst du auch noch? Wir sind eine Familie, das ist sind ja auch quasi mit meine Schulden. Aber von was lebt ihr dann im Moment, wenn da Schulden sind? Er hat eine große Krise in seinem Job, du gehst in der Woche, kannst du nicht arbeiten wegen der Kinder, von was lebt ihr? Also mit werden wir unterstützt von seinen Eltern. Und dann das Geld, was ich nicht für die Schulden ausgebe, also Kindergeld und ach so. So knapp 400 Euro im Monat haben wir dann. Also ist alles schon knapp und heikel, ne? Ja, natürlich. Aber irgendwie haben wir das halt immer geschafft. So, jetzt werden wir dir gleich mal erstmal eine Beratungsstelle geben. In deiner Gegend, in deiner unmittelbaren Nähe. Und ich würde dir dringend raten, ihn natürlich mit allen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, der Überzeugung, Überzeugungskraft, ihn zu veranlassen, dass er damit hinkommt. Um es eben auch für euch zu tun und für sich zu tun, wie ich es gerade schon sagte. Ja. Wenn der partout nicht will, dann gehst du erstmal alleine dahin. Ja. Finde ich wichtig, dass du, guck mal, das ist jetzt ja nur ein Anruf hier und das sind ein paar Minuten, dass wir reden, dass du erstmal eine kontinuierliche Hilfe hast und eine Rückmeldung. Vielleicht wird er auch wach, wenn er hört, dass du da zwei, dreimal schon alleine warst, dass er dann doch sagt, ich komme mit. Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass er wirklich dass die Liebe weg ist. Ja, aber da kann ich dann ja auch nichts mehr geben. Nee, aber dann hättest du eine Gewissheit. Im Moment hängst du ja völlig in der Luft. Ja, ne? Im Moment kann ja alles sein. Es kann sein, dass er wirklich, dass das alles überschattet ist durch seinen beruflichen Misserfolg, dass er dich eigentlich schon noch liebt und dass er einfach nicht Herr über sich selbst wird. Ja. Clarissa, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Simone, ruft dich an und dann bekommst du die entsprechenden Informationen. Ja, gut, danke schön. Alles Gute. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr mich gerne erreichen wollt. Und hier ist Miriam. Miriam ist 23. Hallo.
Hallo Domian. Hallo Mirja. Ja, mein Thema ist, ja, ich bin eigentlich irgendwie der psychologische Notfall, sag ich jetzt mal irgendwie. Das, wo ich jetzt gerade mit deinen Kollegen schon drüber gesprochen habe, ist, dass ich gezwungen bin zu stehlen im Geschäft. Ach so, du bist gezwungen zu stehlen? Ja, ich durch mich selber, das haben Sie gerade auch schon recht verwirrt reagiert. Also du verspürst den Zwang zu stehlen? Ja, richtig. Also ich, Du gehst so in ein Geschäft, welche Geschäfte sind das? Eigentlich so alles. Ja. Also so wie andere Leute jetzt zu Hause sitzen und sagen, so, jetzt mache ich was, ich gehe jetzt ins Kino, sitze ich zu Hause und sage mir, so, ich gehe jetzt irgendwo hin und pack irgendwas ein. Ja, was packst du da ein? Also eigentlich normalerweise, also so Sachen, die ich eigentlich so gar nicht brauche. So, also ich bin auch jetzt letztens erwischt worden im Baumarkt. Mhm. Ich habe Topfbänder geklaut. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Topfbänder? Ja, das sind diese Dinger, wo man den Schrank mit aufmacht. Diese Scharniere, die an der Wand, an der Schrankwand und an der Tür dran sind. Die hast du geklaut? Ja. Obwohl du im Moment keine Topfbänder brauchst? Ich werde niemals Topfbänder brauchen. Das ist ja abgefahren. Ja. Also, ich finde es nicht so toll, aber... Also klaust du auch Sachen, die du brauchst? Selten. Also, dann irgendwie so Essen oder so irgendwie zum Beispiel Süßigkeiten, die ich mir niemals kaufen würde. Hm. Und was machst du dann mit den Sachen? Die liegen rum. Die liegen rum. Wo, ja. Wo liegen die bei dir? Zu Hause. Da muss ich... Wie lange machst du das jetzt schon? Ich mache das schon... Also, das ist eigentlich jetzt ganz extrem geworden seit 2003. Immerhin fast 2 Jahre. Das heißt, da muss sich in deiner Wohnung oder im Keller doch eine ganze Menge Tant und Kram gesammelt haben. Ja, zeitweise schmeiße ich es auch weg oder verkaufe es bei eBay. Aber es ist nicht so, dass ich plane, es zu klauen, um es bei eBay zu verkaufen. Mhm. Also es geht nicht, halten wir es nochmal fest, es geht nicht darum, dass du diese Sachen selbst benutzt. Nein. Und es geht nicht darum, dass du die irgendwie wieder verkloppen willst, um damit Geld zu machen. Darum geht es auch nicht. Nein. Es geht um den inneren Zwang, den du nicht verstehst. Richtig. Etwas stehlen zu müssen. Richtig. Mhm. Wie viel Mal bist du schon erwischt worden, außer diesem einen Mal jetzt? Ich bin, also das schlimmste Mal, also das auch das erste Mal und nach diesem vor diesem Vorfall jetzt das einzige Mal, ist, dass ich auf meiner Arbeitsstelle geklaut habe. Mhm. Und ich war da in der Ausbildung im dritten Lehrjahr und bin erwischt worden und bin rausgeflogen. Oh, das ist aber schlimm. Kurz vor der Prüfung. Was hast du da geklaut? Speicherkarten für Digitalkameras. Die du auch nicht brauchst. Ich habe keine Digitalkamera. Du hast gar keine. Nein. Absurd. Wie schlimm. Es ist nur klein, es lässt sich leicht einstecken. Was war das für eine Serie, die du da gemacht hast? Einzelhandelskauffrau. Und das ist alles futsch, alles weg? Ja, ich durfte, dank der IHK durfte ich noch die Prüfung zur Verkäuferin machen, aber es ist natürlich läppisch. Mhm. Bist du arbeitslos im Moment oder hast du irgendwo einen Job? Ich bin momentan arbeitslos. Es ist ja auch, da läuft ja noch ein Verfahren wegen und das stellt einen natürlich niemand an, weil in Personalfragebögen, wenn man an der Kasse arbeitet, muss man das anfassen, kann ja auch nicht lügen. Ist klar. Du sagst seit 2003. Ja. Vorher gar nicht? Vorher vereinzelt, so als Teenie mal, aber dann hatte man noch ganz doll ein schlechtes Gewissen und so und ich habe geklaut und ganz schlimm. Und war 2003 irgendetwas Besonderes, was das vielleicht noch mehr ausgelöst haben könnte? Nein, gar nichts. Also das ist, also 2003 war überhaupt nichts Besonderes. Mhm. Es fing einfach dann an, doller zu werden 2003 und... Also das ist auch nicht mein einziges Problem. Also ich habe eigentlich einen Haufen von Problemen. Das heißt, ich kann in Beziehungen nicht treu bleiben. Ich habe schwere Depressionen. Das ist alles scheiße, auf gut Deutsch. Mhm. Von dieser Klauerei, wer weiß davon? Wissen so die näheren Leute um dich herum, wissen die das? Also meine Mutter weiß mittlerweile von dieser Sache, wo ich rausgeflogen bin aus der Ausbildung. Mhm. Die weiß aber nicht, dass ich weiterhin klaue. Mhm. Das weiß eigentlich niemand. Meinem Psychotherapeuten, bei dem ich in Therapie bin, aber mich auch vollkommen unverstanden fühle, der weiß, dass ich danach nochmal, aber er fragt immer jetzt auf so eine dämliche, ich will ihm mal nicht zu nahe treten, aber so eine dämliche Art und Weise, dass ich jetzt ihm sagen muss, dass ich es nicht mehr mache. Also ich kann es ihm nicht sagen, dass ich es immer noch mache. Achso, er formuliert die Fragen so suggestiv quasi, dass du dich schon gar nicht traust, zu sagen, ja, ich mache es noch. Richtig. Mhm. Also so dieses, aber jetzt machst du das nicht mehr, ne? Also ist ja ein toller Psychologe dann. Ja, ja. Warum bist du überhaupt bei dem noch, wenn du so eine schlechte Meinung von dem hast? Weil es ganz schwer war, überhaupt einen Therapieplatz zu finden. Mhm. Und weil ich ab Mai gehe ich in eine Klinik, wenn die denn wollen. Also, ja. Wenn sie mich auf der Warteliste weiterstellen. Was ist das für eine Klinik?
Das ist eine Psychiatrie. Ja, für wie lange? Das steht vorher nie fest. Ja, wer hat das eingeleitet? Ich. Du. Also bei mir war es im Ende Dezember so schlimm, dass ich wirklich abends gedacht habe, so, du fährst jetzt zur Luxemburger Straße, stellst dich da aufs Hochhaus und springst runter. Mhm. Und dann habe ich mir morgens gedacht, hör mal, das kann nicht sein, du bist 23 Jahre alt, das kann nicht sein. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und dann ist das alles ins Laufen gegangen. Ja, weiß der Psychologe davon, dass du in die Psychiatrie gehst? Ja. Das heißt, findet er das okay und richtig oder will er dich davon abhalten? Der sagt, er findet es gut, aber natürlich findet das schlecht, weil er ja dann wieder einen Kunden weniger hat, auf gut Deutsch. Mhm. Also erstmal muss ich sagen, Respekt, dass du es selbst jetzt so erkannt hast und auch so eingefädelt hast. Danke. Ja, wirklich. Das ist ja für viele Leute, die seelische Probleme haben, welcher Art auch immer, oder die unter Zwängen leiden, und du leidest ja offensichtlich unter einem großen Zwang, unter anderem, sehr schwierig, so zu handeln, so klar zu handeln. Insofern ist ja alles gut eingefädelt. Es ist nur die Frage, wie du jetzt die Zeit bis zum Mai noch über die Bühne kriegst. Keine Ahnung, weil das ist ja, im Grunde, es ist ja auch gefährlich. Mit jedem Male, dass ich weitermache, steigt das Risiko, dass ich wieder erwischt werde. Mhm. Und im Grunde hinterher ist ja dann Wiederholungstäter. Mhm. Das ist ja, da komme ich dann hinterher nicht mehr irgendwie mit einer Geldstrafe weg oder irgendwas. Ja. Besteht die Möglichkeit, dass man irgendwie einen Dringlichkeitsantrag formuliert, dass du eher in die Klinik kommst? Das weiß ich gar nicht. Also ich finde es witzig, also was heißt witzig, ich finde es komisch, dass du das so erkannt hast, dass ich mich selbst dass ich mir da selbst weiterhelfe, weil ich mich momentan irgendwie so fühle, dass überhaupt nichts passiert und ich überhaupt nichts mache. Also du machst sehr viel, finde ich. Du rufst jetzt hier auch an und erzählst mir ganz klar und sachlich, was los ist. Das finde ich auch einen Fortschritt. Wirklich, das sage ich dir nicht, um dir zu schmeicheln. Viele Leute, die so betroffen sind, die hängen so sehr in dem eigenen Sumpf, die können das überhaupt gar nicht mehr. Ja, okay, vielleicht bin ich noch nicht ganz unten. Ja, du hast wahrscheinlich sehr intuitiv frühzeitig erkannt, dass es so nicht weitergeht. Ja. Nochmal zur Wahl dieser Psychiatrie. Ist das gut recherchiert, dass du da auch in ein gutes Sanatorium oder eine gute Klinik kommst? Also ich habe die empfohlen bekommen von einem Freund, der da war, über mehrere Monate, und er sagt, die wären sehr gut. Ach so, das ist immer schon mal ein Gutes. Wenn man vertraut, wenn der das sagt, das ist, finde ich, eine gute Visitenkarte dann auch für die Klinik. Und ich war beim Vorgespräch jetzt schon und der Oberarzt war auch sehr, sehr nett. Also genau das hätte ich natürlich jetzt gesagt, wenn du es nicht schon selbst jetzt gesagt hättest. Ich hätte gesagt, versuche einen guten Therapeuten zu finden, aber eigentlich ist eine stationäre Behandlung noch viel besser. Ja. Also ist eigentlich alles schon in guten Tüchern. Ja, die Frage ist jetzt nur die Übergangszeit. Bis dahin, genau. Dann also ich weiß auch, wenn ich morgen Langeweile habe, ich muss morgen zum Arbeitsamt und danach habe ich nichts vor. Mhm. Und ich weiß, wenn ich morgen Langeweile habe, ich werde wieder hingehen und ich werde es wieder tun. Ich weiß es. Mhm. Ich kann mich nicht davon abhalten. Diese Sache ist über deinen Hausarzt gelaufen. Zuerst, ja. Ja. Hast du zu dem ein Vertrauensverhältnis? Jein. Also es ist ein sehr guter Hausarzt. Ich weiß auch, dass er es nicht erzählt, aber er kennt auch meine Eltern sehr gut. Könntest du relativ schnell einen Termin bei diesem Oberarzt in der Klinik kriegen? Das weiß ich gar nicht. Ist das weit weg von deinem Wohnort? Nee. Das ist recht nah. Ich würde an deiner Stelle so schnell wie möglich mit dieser Klinik Kontakt aufnehmen. Ja. Vielleicht sogar dem Vorzimmer die Situation erklären. Mhm. Und das Ganze mit der Bitte verknüpfen, dass sie das als Sonderfall behandeln und dass sie dich früher nehmen. Um einfach auch Straftaten aus dem Wege zu gehen und das Ganze nicht noch mehr zu verschlimmern. Ja. Würde aber auch gerne nochmal, dass du mit meiner Psychologin redest. Vielleicht kann die dir da noch ein paar organisatorische Tricks sagen. Das weiß ich nicht so genau. Würde ich jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, so schnell wie möglich, mach Druck, dass du da reinkommst, nach dem Motto, rein, Türen hinter mir zu und behandelt mich. Ja. Ne? So bist du ja drauf. Das ist am sinnvollsten. Domian, ich habe noch zwei Sachen, zwei Bitten. Und zwar, das erste wollte ich den Leuten, da jetzt sehr viele Leute zuhören, wollte ich sagen, dass es wirklich gut ist, wenn man es in die Hand nimmt, wenn man es selber in die Hand nimmt, wenn man weiß, dass man Probleme hat, dass man auch wirklich was tut. Mhm. Und ich weiß, ich habe jetzt ja schon recht oft deine Sendung gesehen, da ist es teilweise so, dass du auch die Möglichkeit hast, über diese Hotline Kontakte zu knüpfen. Ja. Ich wollte fragen, ob es irgendwie möglich ist, dass Leute, die dasselbe Problem haben oder auch schwere Depressionen haben, aber selbst auch nicht rauskommen,
dass die bei dir anrufen können und irgendwie über meine E-Mail-Adresse mit mir Kontakt aufnehmen können. Okay, das können wir machen. Ich schlage vor, dass die nicht anrufen, die Leute, sondern wenn es geht, uns mailen. Ja. Dann ist die Telefonzentrale nicht blockiert. Ja, das ist sinnvoll. Dann machen wir es unter domian@wdr.de und wir können das dann weiter an dich reichen und du kannst entscheiden, wen du dann zurückrufst. Das wäre ganz toll. Da könnten die Leute ja vielleicht auch ein paar Sätze in die E-Mail reinschreiben und das reichen wir einfach an dich weiter. Weil ich finde es ganz wichtig, dass auch die Leute untereinander Kontakt haben und ihre Informationen austauschen, weil irgendwie übers Internet, man kriegt nichts. Mhm. So, keine Infos. Jetzt will ich dir nur sagen, dass ich sehr optimistisch bin, dass du das schaffen wirst. Ich danke dir. Weil du so resolut bist und das so irgendwie in die Hand nimmst. Ich weiß, es ist mir auch völlig klar, dass es da auch wieder Zeiten gibt, wo du völlig in dich zusammenfällst. Richtig. Und du denkst, ich kann nicht mehr. Ne? Richtig, das ist gerade jetzt eine gute Zeit. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass du es schaffst. Ich bin ganz sicher. Und ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Danke. Du legst auf und die Simone ruft dich an, um noch vielleicht ein paar administrative Sachen dazu besprechen. Ich danke dir und viel Erfolg noch mit deiner Sendung. Dankeschön. Weiterhin. Alles Gute. Danke schön dir auch. Tschüss. Jetzt ist hier jemand, dessen Name ich nicht richtig aussprechen kann. Bartosz, stimmt das? Nee, hallo. Mein hallo. Name ist Bartosz. Bartosz. Genau wie im Deutschen Janosch mit SCH. Achso, Bartosz. So einfach. Es schreibt sich schwieriger, als es sich aussprechen lässt. Ja, das stimmt. Bartosz. Das klingt serbisch? Nein. Russisch? Polnisch. Polnisch. 23 bist du. Nee, 32. Genau. Bartosz. Mein Lieber, was ist los? Um was geht's? Es geht mir darum, dass heute mein Vater an Krebs gestorben ist. War allerdings zu erwarten, nur ich bringe es einfach nicht über mich her, meine Mutter anzurufen und ihr den Trost zu spenden. Ich empfinde nur, was mich so teilweise nicht wundert, teilweise wiederum auch wundert. Ich empfinde nur als eine gewisse Art von Gleichgültigkeit. Hm. Jetzt habe ich das gerade am Anfang nicht richtig verstanden. Du traust dich nicht, deine Mutter anzurufen, weil? Aber sie weiß schon, die Mutter weiß, dass dein Vater tot ist. Ja, ja, klar. Das weiß sie. Und du hast Angst, ihr Trost zu spenden? Also das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater war sehr schlecht und vielleicht, ich weiß auch nicht. Mhm. Warum war das so schlecht, das Verhältnis? Das ging so los, hat eigentlich eskaliert, seitdem ich vor ein paar Jahren mich geoutet habe. Und als Schüler. Genau. Mhm. Und es passt natürlich nicht in das Bild eines katholischen Vaters und so weiter, wo der älteste Sohn quasi, wo die Hoffnungen reingesetzt sind, eben aus diesem Bild herauskommt. War der Kontakt seitdem fast gänzlich eingeschlafen? Ja, das hat sich so ergeben. Und ja, das sind auch dazu ein paar andere Dinge gekommen. Zum Beispiel? Das ganze Verhältnis zwischen mir und meinem Vater während des ganzen Lebens, von der Kindheit an, wo er mich sehr schlecht behandelt hat und als Schmarotz, als Nichtsnutz und so, das Ding noch sehr, sehr schlimm bezeichnet hatte und so weiter. Also er hat dich nicht geliebt? Ja, kann ich mir vorstellen, dass das so gewesen ist. Hast du dich geschlagen als Kind? Ja. Ja. Hat er schlimme Sachen zu dir gesagt? Ja, zum Beispiel, dass er einen Tag, das war vor ein paar Jahren, dass er den Tag verflucht, wo er mich gezeugt hatte. Oh. Da habe ich ihm als Antwort gesagt, okay, wenn das so ist, dann kann ich mir vorstellen, dass wenn du krepierst, werde ich an deinem Begräbnis tanzen. Das was? Dass ich an deinem Begräbnis tanzen werde, auf eine Party gehe. Er hat gesagt, ich verfluche den Tag, an dem ich dich gezeugt habe. Ja. Ich habe auch das Thema vor 2 Monaten, als das mit der Gesundheit meines Vaters schon schlimmer wurde, besprochen. Und Mutter sagte, ja, das hat sie mit ihm auch beredet. Hat die auch gesagt, das ist nie der Fall gewesen. Habe ich gesagt, okay, du kennst ja, der hat jetzt den Krebs, der wuchert ja überall. Mhm. Der weiß, Er kennt dich nicht mal und kann sein, dass er sich an frühe Sachen nicht erinnert hat. Das heißt, du hast ihn jetzt in der schweren Erkrankung und auch aus seinem Sterbebett nicht mehr besucht? Ich war zuletzt in Polen vor 2 Jahren. Ach, der Vater lebt in Polen? Ja, ja. Mhm. Vor 2 Jahren. Das heißt, das letzte Mal hast du ihn vor 2 Jahren gesehen? Ja. Hat er, ich habe es gerade akustisch nicht richtig verstanden, hat er denn jetzt in der letzten Zeit, auch als er vielleicht merkte, dass es zu Ende geht, nach dir verlangt?
Nein, eigentlich nicht. Das hätte man dir erzählt? Na, also wenn das so wäre, dann hätte mir das meine Schwester, meine zwei Brüder mir das sicherlich mitgeteilt. Die ganze Familie lebt in Polen und du bist in Deutschland? Ja, genau. Wie lange bist du in Deutschland? Über 8 Jahre. Ach so. Und besuchst aber deine Familie, also die Schwestern und die Mutter schon? Oder auch nicht also so? Regelmäßig habe ich das schon bis vor 2 Jahren getan. Seit 2 Jahren war ich arbeitslos. In diesem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht und daher habe ich auch jetzt keine Zeit. Wie hat deine Mutter das denn aufgefasst, wenn ihr Mann so etwas Schlimmes sagt, ich verfluche den Tag, da ich dich gezeugt habe? Ja, wie hat die das empfunden? Also ich habe das über leichte Schulter gemacht und sagte, ah, du weißt, was hier ist, wenn er Wut kriegt und so weiter, dann sagt er auch Sachen, die er einfach nachher bereut oder sagt einfach, das ist nicht so gewesen also, und so weiter. Sie hat es so weggewischt. Genau. Obwohl es ja nicht nur es ist ja nicht der einzige schlimme Satz gewesen, offensichtlich, sondern es war ja, die ganze Zeit war ja verdorben, ne, zwischen euch beiden. Kann man es hat einfach gekocht, es hat einfach gegärt. Und, und dieses Outing war wahrscheinlich dann der I-Punkt auf alles. Genau. Als ich das vor 10 Jahren gesagt habe, also Mutter hat das damals geschluckt, hat gesagt, okay, ich habe es vermutet. Und beim Vater am nächsten Morgen ich soll sofort raus. Ja. Er will mit mir nichts zu tun haben. Ja. So, jetzt, wer hat dich informiert, dass der Vater gestorben ist? Also meine Schwester ich war auf der Arbeit und meine Schwester hat mir auf Mobilbox drauf gesprochen. Jetzt sagst du empfindest Gleichgültigkeit? Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen, dass du Gleichgültigkeit empfindest? Also einerseits ja, auf der anderen Seite wiederum, es wundert mich. Warum? Ja, weil ich mir, frage ich mich manchmal auch, warum mich das wundert, weil... Wundern in welche Richtung? Weil du eigentlich doch denkst, du solltest traurig sein oder weil du denkst... Genau so ist es. Ach so. Also nicht, dass du denkst, ich sollte sogar froh sein, dass er tot ist. So nicht. Aber ich meine, wenn es so schlimm war all die Jahre, kann man das ja fast verstehen, dass du gleichgültig bist. Auch wenn es dein Vater war. Aber er hat ja immerhin auch nicht die Hand gereicht und nach Frieden gesucht zwischen ihm und seinem Sohn. Insofern, mich wundert das jetzt nicht, dass du sagst, ich bin gleichgültig. Ich verurteile dich auch gar nicht darüber. Es geht mir auch nicht um die Verurteilung. Ja, ich will es gar nicht moralisch bewerten. Ich kann es einfach nur nachvollziehen, dass das so ist, wenn man so gekränkt wird von dem eigenen Vater und das über so lange Zeit und der Mensch so Schlimmes zu einem gesagt hat, kann ich das schon nachvollziehen. Würde ich wahrscheinlich genauso empfinden. Ja, und jetzt frage ich mich, soll ich jetzt dahin fahren? Es wird natürlich jetzt von mir als dem ältesten Sohn erwartet, dass ich zurückfahre und die Pflicht tue. Aber ich habe einfach keinen Bock, den liebenden Söhnchen zu spielen. Und ich habe jetzt auch Angst, dass nachdem ich jetzt zu der Hochzeit meines Bruders im April nicht dahin gefahren bin, ich konnte einfach nicht. Und jetzt ist mein Vater auch weg. Wenn ich jetzt nicht dahin fahre, auch jetzt zum Begriff, dass das Kontakt zwischen mir und dem Rest meiner Familie total abbricht. Ja. Ich meine, warum bist du nicht zu dem Bruder gefahren, zur Hochzeit? Waren viele Faktoren dabei. Erstens arbeitslos, zweitens gesundheitlich war ich ein bisschen in der schlechten Stimmung. Da kamen auch solche Sätze wie gesagt, ach, da heiratet jetzt endlich einer von euch so richtig. So. Und da habe ich zu meiner Mutter, was soll das? Ich bin ja auch verheiratet mit meinem Mann. Und da habe ich gefragt, was soll das? Bin ich also nicht vollwertig oder wie? Nein, also habe ich das nicht, nicht gemacht. Dann so, ein paar Wochen später kam wieder sein und sagt, so, jetzt baut dein Bruder und jetzt hat er schon einen Baum gepflanzt. Und im Hintergrund habe ich eine Frage verstanden, ja, und du? Das heißt also, da ist immer ein Vorwurf im genau, Raum. Ne? Genau. So, jetzt kann man Folgendes überlegen. Einerseits könnte man sagen, okay, du fährst nicht. Du hast keine emotionale Bindung. Okay, emotionale Bindung habe ich. Es tut mir leid für meine Mutter, weil das kommt jetzt alles auf sie. Und ich weiß, sie ist jetzt am Boden zerstört. Nur auch was ändert, wenn ich dahin fahre? Das ändert ja nichts. Ich kann ihr nichts helfen. Naja, aber kann man vielleicht nicht sagen. Vielleicht würde sie das schon freuen, wenn dann die ganze Familie da ist und wenn auch ihr Sohn, wenn du da bist. Das kann ja schon durchaus sein.
Es könnte ja auch sein, ich sage es einfach mal so. Ich muss doch nicht meine Meinung sein. Ich spreche es nur einfach mal so aus. Ich finde, du solltest nicht aus gesellschaftlicher Verpflichtung fahren. Das nun wirklich nicht. Nee. Wenn, dann solltest du fahren, vielleicht um deiner Mutter zur Seite zu stehen, ihr beizustehen. Und du solltest vielleicht fahren, wenn es denn so ist. Aber das darfst du nicht erzwingen. Dass du sagst, ich will Frieden mit ihm schließen. Und wenn er mich auch so schlecht behandelt hat, ich gehe zu seiner Beerdigung und möchte dieses Kapitel abschließen. Aber nur, wenn du es wirklich kannst. Das sind die beiden Überlegungen, die ich hätte. Vielleicht tut es dir gut, dass du die Größe hast. Das wäre ja sehr groß von dir, wenn du wirklich aus innerer Überzeugung sagst, okay, der hat mich wirklich schlecht behandelt, aber ich gehe zu seiner Beerdigung. Und es ist hier sein Toter, er ist tot und ich möchte jetzt einen Schlussstrich ziehen darunter. Aber das geht nur, wenn du es willst. Das darfst du dir auch nicht von mir irgendwie jetzt aufreden lassen oder so. Ja, das verstehe ich schon. Aber niemals aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung heraus. Ja, eben. Dass du da irgendwie den traurigen Sohn spielst oder so. Nein, nein, das darf nicht sein. Ist es ja nicht. Nein, nein. Wenn du fährst, müssen da ehrliche Gründe, die ich gerade genannt habe, müssen dahinter stecken, finde ich. Und ich finde es auch nicht verwerflich, wenn du sagst, ich fahre nicht, wenn du es nicht kannst. Mhm. Wobei ich nicht richtig einschätzen kann, wie wichtig das für deine Mutter wäre, wenn du an ihrer Seite schon dabei wärst. Das kann ich nicht einschätzen. Ja, sie hat da zwei meiner anderen Brüder und die Schwester und auf der anderen Seite, ja. Was du auf jeden Fall tun solltest, finde ich, da gehst du nicht gegen dich an und da verleugnest du dich auch nicht. Du könntest sie schon anrufen. Mhm. Du musst ja nicht sagen, dass... Ja, ich kämpfe noch mit mir, aber ich denke noch... Sprich mit ihr über ihre Gefühle. Du musst ja nicht Mitleid heucheln. Du musst ja keine Trauer heucheln. Sprich einfach, frag sie, wie es ihr geht und wie sie es erlebt hat und so. Verhalte dich auch in dem Gespräch ehrlich, aber es wird sie sicher freuen, wenn ihr Sohn, ihr seid drei Jungs? Ja. Ja, so wenn einer der drei Jungs dann, der in Deutschland lebt, halt sich auch meldet. Mhm. Immerhin hat deine Mutter dich ja nicht verstoßen. Ja, das stimmt. So. Okay. Liebe Bartosz, mehr weiß ich nicht zu sagen dazu. Mhm. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Susanne. Hallo Susanne, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, also ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Ja. Davon sind zwei von meinem leiblichen Mann und eins ist vorehelich gewesen. Mhm. Und der Sohn ist 22 Jahre alt. Das ist das voreheliche Kind. Ja. Mhm. Und ich kann leider nicht den Vater meines ersten Kindes vergessen. Also, Deines besten Kindes? Meines ersten Kindes. Du kannst den Vater nicht vergessen. Nein. Wer war das? War das eine Liebe oder war es eine kurze Affäre? Nein, also ich habe mit ihm zusammengelebt. Mhm. Und er hat mich damals verlassen, kurz nachdem wir erfahren haben, dass ich schwanger wurde oder war. Hat er dich verlassen? Ja. Warum? Das weiß ich nicht. Das hat er auch nicht begründet. Mhm. Und er ist damals zu mir zurückgekommen, als der Kleine geboren wurde. Mhm. Und hat mich dann aber wiederum verlassen, 3 Monate, nachdem er geboren war. Und du weißt wieder nicht, warum? Nein. Du hast es nie erfahren, warum er gegangen ist? Nein, hat er mir niemals gesagt. Ist der Kontakt dann damals gänzlich abgebrochen? Nein, aber er hat es mir trotzdem niemals gesagt. Mhm. Und, hat er sich um das Kind weiter gekümmert? Nein. Hat er nicht? Nein. Er hat zwar immer gesagt, also dass er stolz auf ihn ist und also dass es sein Sohn ist, dass es sein großer Sohn ist. Und hat der Sohn, der mittlerweile ein erwachsener Mann von 22 ist, hat der heute Kontakt zu seinem Vater? Nein, der ist leider vor 7 Jahren verstorben. Ach so. Der Mann?
Ja. Hat er denn irgendwann kennengelernt? Kennengelernt hat er ihn. Also da habe ich also meinerseits immer Wert drauf gelegt. Mhm. Aber mein Vater, ja, er wollte das nicht so sehr gerne. Mhm. Jetzt ist dieser Mann vor 7 Jahren verstorben. Ja. Und du sagst mir heute, dass du ihn nicht vergessen kannst. Nein. Und du bist mit deinem jetzigen Mann wie lange verheiratet? Seit 11 Jahren. 11 Jahre. Und hast in diesen 11 Jahren immer und immer wieder an diesen anderen Mann gedacht? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was heißt das, nicht vergessen? Heißt das, dass du ihn immer noch geliebt hast? Ja. Obwohl er dir ja Schlimmes angetan hat. Er hat dich ja verlassen, ohne dir zu sagen, warum. Und er hat sich nicht um euer gemeinsames Kind wirklich gekümmert. Ich glaube ja. Und er dich ja nicht geliebt hat. Sonst hätte er sich ja nicht so verhalten dir gegenüber. Ich weiß es nicht. Er hat mir so viele Dinge gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken und was ich glauben soll. Er hat dir so viele Dinge gesagt. Was denn zum Beispiel? Dass nicht so ist wie mit mir. Dass er mich nicht vergessen kann. Aber dennoch ist er von dir weggegangen. Ja. Er war aber leider verheiratet mit einer anderen Frau. Und hat der Frau den Vorzug gegeben, nicht dir. Ja. Er hat dir tolle Sachen um die Nase gepinselt, aber er hat sich nicht dementsprechend verhalten. Ja, stimmt. Was ja ziemlich mies ist, ne? Ja. Bist du in deiner Ehe unglücklich? Nein. Mein Mann ist ein sehr liebevoller Mann. Und der ist auch wirklich liebevoll zu mir, zu unseren Kindern. Hast du ein sehr schlechtes Gewissen deinem Mann gegenüber, dass du so oft immer wieder gedacht hast an den anderen Mann? Ja. Und ich möchte gerne meinen Mann lieben, so wie meinen ersten Mann, möchte ich jetzt mal sagen. Möchtest du gerne diesen mittlerweile verstorbenen Mann loslassen können? Loswerden aus dir heraus? Ich möchte gerne, dass ich so leben kann wie früher. So unbekümmert sein und... Dass du so leben kannst wie früher, wie mit diesem verstorbenen Mann? Nein, nicht wie mit ihm, aber so wie. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber nicht mit ihm, aber ich möchte schon so leben, nur nicht mit ihm, weil... Erstens gibt es nicht mehr und... Ja, aber weißt du, was ich interessant finde? Ich habe dich gerade gefragt, ob du diesen Mann aus dir heraus eigentlich nicht loswerden möchtest. Da hast du nicht sofort klar gesagt, ja, ich möchte ihn loswerden. Eigentlich müsstest du ihn loswerden. Er ist ja ganz tief in dir eingebrannt. Die Vorstellung von dem Mann, die du hast, das Bild, was du dir von ihm geschaffen hast... So war er ja gar nicht. Wie er wirklich war, das hast du ja all die Jahre verdrängt. Dass er dich mies behandelt hat. Dass er dich nicht geliebt hat. Dass er dich nicht gewollt hat. Ich glaube, all diese Sätze hast du in diesen vielen Jahren immer verdrängt. Und du hast nur das Gute gesehen oder so das Idealbild dir in dir wachgehalten bis heute. Und ich finde es so unglaublich wichtig, dass das alles aus deinem Kopf verschwindet, dass du loslässt, dass dieser Mann in deine Vergangenheit wirklich wandert und nicht noch jetzt in deine Gegenwart hineinregiert. Aber wenn das 22 Jahre so war, glaube ich, dass du das nicht alleine schaffst. Das schaffst du nur mit Hilfe eines Psychologen, eines Therapeuten, eines Psychiaters. Das schaffst du nicht alleine. Du willst es ja irgendwie. Du sagst ja, du willst auch Frieden in deiner Ehe haben. Eigentlich ist die Ehe dadurch überschattet durch diesen Mann. Kann man so sagen, ne? Ja.
Weiß dein jetziger Mann, dass du so sehr noch an diesem Alten hängst, an der alten Beziehung? Halb und halb. Also ein bisschen schon. Ja, würde ich sagen. Was für ihn ja auch schlimm ist. Er kämpft ja jetzt gegen ein Phantom. Ja, gegen ein Trugbild, genau, rein. Ja, Trugbild ist es ja nicht mal. Also ein Phantom, er ist ja tot. Zu dem er jetzt auch tot ist, aber es war auch ein Trugbild die ganze Zeit, weil du dir ein Bild von diesem Mann geschaffen hast. Bitte? Für mich war es vielleicht ein Trugbild. Ja. Aber ich glaube, es ist auch verstärkt jetzt gerade aufgetreten, weil vor kurzem mein Vater und ein Jahr später auch mein Bruder gestorben ist. Ich weiß nicht, also... Das heißt, da ist so eine Sehnsucht da, das Leben zu ordnen, klarer zu kriegen. Kann das sein? Frage ich. Ja, bestimmt. Weil das stelle ich mir als große Belastung vor, wenn man 22 Jahre einem Menschen nachträumt, den man nicht mehr bekommen hat, dann stirbt dieser Mensch auch noch. Man ist selbst in einer Ehe und man den Ehemann eigentlich ehrt und liebt. Das muss einen schon sehr belasten, sowas. Das hat mich schon sehr belastet, das stimmt. Ich finde, Susanne, dass du dir professionell helfen lassen musst dafür. Mhm. Das kann man auch nicht von heute auf morgen machen. Ich glaube, dass das eine richtige Arbeit ist, wenn du mit einem guten Fachmann zusammensitzt, dass das aus deinem Kopf rauskommt. Mhm. Ich biete dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Mhm. Dann könnt ihr alles Weitere besprechen. Mhm. Aber du hast ja immerhin auch schon angerufen und das ist ja auch ein erster Schritt vielleicht zur Selbsthilfe, dass etwas jetzt in die Gänge kommt. Mhm. Und da wünsche ich dir, dass es dann auch weiter gelingt. Ja, danke. Alles Gute, du legst bitte auf und Simone ruft dich gleich an. Ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war heute Nacht Malte Imels. Morgen gibt es wieder eine Sendung, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und am Samstag, dies noch als Hinweis, ist mein prominenter Gast im WDR Fernsehen, 11:30, Thomas Anders. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Tschüss.